Oh, Steinblick. Ich hoffe, das kommt nicht bei den Dings rein. Steintechnik. Aber das ist eine Kackattacke, die braucht man nicht. Oh, ich glaube zuerst dann immer noch die Viecher. Das war, glaube ich, nur so ein Nebenquestgebiet. Da geht's dann rein. Da muss ich den Buggy, glaube ich, eh für verlassen. Ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass man früher mit dem Buggy hier rumfahren konnte und trotzdem kämpfen konnte. Nicht getroffen. Und hier hat's geklappt. Was ist hier los? Oh, hallo, schon zum dritten Mal in Folge. Punkte, die gehen aber auch gut. So, was haben wir hier im Wald? Kleine Eichhörnchens? Oh nein, die Frösche, ich will hier raus. Scheiße, schnell. Ich muss mich beeilen. Glück, dass ich nochmal angegriffen wurde. Als Frosch hätte ich das nicht zaubern können. Frosche sind nervige Gegner, vor allem weil sie jetzt für unser momentanes Level noch relativ schnell sind und dadurch zuerst dran sind. Und dann noch mal 6 von denen, ey. Ich nicht erstmal dran. Schön, dass die Attacke wenigstens getroffen hatte. Aber warum kann Yuffie nicht zaubern? Wieder Frosch ist. 138 Erfahrungspunkte für 6 Frösche. Und da fast jeder von denen irgendwie eine Waffe gerade drin hat, gedoppelt,
Hage das natürlich gerade richtig, EP. Ich kann ganz schön weit fahren gerade. Was ich davon soll, ist die nächste Frage. Oh, mein Freund, ich gibt's auch noch. Ich will mal die Limit-Attacken von denen hier sehen. Da kackt da ein Ei aus. Was ist hier los? Immer fehlen. Kann doch gar nicht sein. Das ist schlimmer, das war vorher nicht so. Ich denke mal, die haben irgendwo an dem Balance ein bisschen rumgepusht. So, 18. Dann das glaube ich nur 10 plus 8 und mit den kleinen habe ich 28 dann. Ja. Das ist das Haus von dem kleinen Drachen, hätte ich beinahe gesagt. Hund. Mit 13. Kleine Pinguine. Wie bekämpft man Pinguine? Mit Schokobos. Jetzt haben sie beide auch hier Limit fast hoch. Okay, auch von hinten, weil ich auch von hinten angegriffen wurde. Trotzdem nur so wenig. Ja, da merkt man, dass das Schokobo relativ schnell überholt wird. Roter Blitz, Erfolg bekommen. So, was sagen die Würfel? Auch dafür habe ich jetzt den Erfolg bekommen. Achso, er hat eine 3 geworfen, deswegen 300. Ich glaube, bei einem Pasch ist irgendwie noch was anderes passiert, oder es hat noch mehr Schaden gemacht. Oh, 66 Erfahrung und 6, also AP und 666 Erfahrung. Noch 666 Gold. So lustig. Na, wo komme ich hier noch hin? Da oben drauf kann man, glaube ich, auch noch irgendwie. Aber ich glaube erst später mit dem Flug. Dings. Oh, daneben. Ich würde gleich erstmal heilen müssen. Sieht aber auch gut aus. Aber ich glaube, ich soll hier auch wirklich ja noch nicht her. Sie hat ja auch genug. Oh, nur auf sie. Aber nicht nebeneinander stehen. Nur 6. Gerade jetzt auf dem niedrigen Level ist das richtig gut, ja. Der war kritisch und in den Rücken.
Nö, hier ist erstmal nichts. Und da in den Fort will ich noch nicht rein. Schon wieder von hinten. Immer die gleiche. Weil ich ihm den Rücken angehauen habe, habe ich fast 1500 Schaden gemacht. Das lohnt eigentlich gar nicht mehr so richtig. Scheiße. Das überlebt er eh nicht. Aber diesmal nur 768. Wenn es im Rücken war. Aber dann war das vorhin ein kritischer bestimmt. Falls ich jetzt wirklich wieder auf Dings treffe. Kleine Hasen hätte ich beinahe gesagt. Frösche heile ich mich lieber vorher mal. Ja, das kann echt tricky werden, vor allem wenn ich dann noch von hinten, so wie jetzt. Oh, wieder so ein 6er-Team. Das Not. So, die schwache Attacke geht auf die, wenn ich Glück habe, geht danach gleich Cat's Hit mit Speedfit los, bevor er angegriffen wird und vielleicht zu einem Frosch verwandelt. Und geht dann mit der starken Attacke auf die anderen drauf. Vor allem hier sieht man, wie schöne Attrappen das da hinten alle sind, wenn das Schokobohr langläuft. Wieder 198 AP. Die könnten mal hier Limit ihre 1-2 Stufe kriegen. Boah, 1000 Erfahrung ist auch ordentlich. Da ist auch was drinnen. Ah, da kommt man ja später mit dem Chocobo hin. Oh, was haben wir hier? War das nicht mal irgendwo ein Boss? Wie heißt denn der? Bebschlag. Nee, das ist eine Attacke. Ach nee, der heißt Bebschlag, tatsächlich. Jo, schon alles drauf. Und keiner vergiftet. Ah, die sind ja selbst so bio. Na, ja, nicht tot. Weiß ich, AP und 300 noch was Gold, Erfahrung. Na gut, bevor ich hier in das Nebenquestgebiet gehe. Mache ich erstmal zu dem Haus. Nur
einer. Sehr gut. Dann besiege ich so. Spätestens Clouds zweite Attacke. Aber da habe ich nicht bedacht, dass Yuffie daneben haut. Aber vielleicht schafft das ja trotzdem. Und den Limit will ich aber noch einlösen, bitte. Bevor ich Schluss mache. Ich könnte eigentlich mal die Dings probieren. Ich hab doch eine Feintechnik bekommen. Metra-Zauber oder was das war. Feintechniken haben auch mitunter ganz, ganz viel Mana gekostet. So, einmal im geschwächten Zustand schon mal speichern. 1230, das ist der älteste. Ist hier niemand? Wir kommen später wieder. Ach scheiße, hier ist wirklich niemand? Hätte mich auch gewundert eigentlich. Habe ich noch ein Zelt? Ich habe noch 6 Zelte, dann mach ich es ja lieber so. Ehe ich jetzt zu dieser Stadt zurückfahre, Nordkorell, nehme ich doch lieber ein Zelt. Ich hole gleich 3 davon. Ich jetzt 30 Züge noch runterkriegt, wo er fast tot ist und sein Kollege auch. Doppelt hält besser? Das wäre mies, wenn daraus jetzt 15 werden würden. Tja, am Gift gestorben, lol. Und Cloud hat über 1000 Leben. Shiva hat ein Level ab. Ah cool, bei Zelt bleibt das Zonen sogar. Das ist sehr geil. Speichern. Genau. Gut, an dieser Stelle höre ich auch für heute wieder auf. Ist ja auch schon spät. Dann wünsche ich euch viel Spaß und schaut doch morgen wieder rein, da gibt es nämlich Neues. Morgen veröffentliche ich nämlich ein paar von den neuen Skyrim Let's Plays und halt nach und nach noch die von Final Fantasy. Ich habe jetzt Skyrim soweit fertig, ich gebe das jetzt zu Weihnachten bei meinem Kumpel wieder ab und ja, dann gibt es erstmal nur Final Fantasy, beziehungsweise dann halt Risen und vielleicht meine Wii U, falls ich die rechtzeitig und schnell genug kriege. Also bis dann!